Hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute wird's etwas wild. Ich habe unter der Woche für uns so ein paar Wildschwein-Tomahawk-Steaks besorgt. Dazu gibt's ein Coleslaw. Ja, schaut's euch einfach an. Viel Spaß. Kühnes Kochkanal. Für unseren Krautsalat brauchen wir folgende Zutaten: einen kleinen Spitzkohl, ungefähr 500 Gramm, saure Sahne, Schlagsahne, eine Zitrone bzw. den Saft von der Zitrone, ungefähr 100 Gramm Möhre, diese hier hat 120 Gramm, das ist ein Riesenmöhrchen, Salz, Pfeffer, etwas Zucker und Senf. Die genauen Mengenangaben wie immer in der Infobox. So, unsere Möhre wird jetzt mit dem Julienne-Schneider in feine Streifen geschnitten. Das geht nicht so gut, wenn man filmt, ne? Ja, du bist nervös, ne? Ganz dolle. Okay, wir lassen Anne einfach weitermachen. Wenn sie fertig ist, geht's weiter. Auf jeden Fall sieht das dann so aus. Jo. Jetzt schneide ich den Kohl in ganz feine Streifen. Man kann es auch hobeln, wie auch immer, aber ich denke, bei der Menge kommen wir mit dem Messer ganz gut klar. Ja. Das sieht doch recht gut aus. Genau, und so mache ich dann auch weiter. So, der Krautsalat und auch Krautsalat, der Spitzkohl und auch unsere Möhre sind klein geraspelt. Nun kommen 3 Teelöffel Zucker dazu. Und Moment, 3 Teelöffel Salz. So. Das Ganze werde ich jetzt schön durchkneten. Kannst du sogar gucken? Ja, ist gut. Ich denke, so 4-5 Minuten könnt ihr den ruhig kneten, dass der richtig schön mürbe wird. Das sehen wir uns natürlich jetzt nicht 4-5 Minuten an. Nein. Wenn ich damit durch bin, kommt das gute Stück in den Kühlschrank und darf über Nacht ruhen. Und genau. Dann machen wir morgen weiter. So sieht's aus. So, viel Spaß beim Durchkneten noch. Korrekt. So, nun geht es weiter mit unserem Krautsalat. Der ist über Nacht richtig schön durchgezogen. Nun habe ich ein Dressing gemischt aus saurer Sahne, Schlagsahne, Zitronensaft, Senf, frisch gemahlenen Pfeffer, etwas Salz und einer Prise Zucker. Und das gieße ich jetzt hier drüber. Es ist richtig schön dickflüssig. Das Ganze wird untergemengt. Und dann sollte unser Krautsalat fertig sein. So, jetzt kommen wir zu unseren Hauptdarstellern, den Wildschwein Tomahawk Steaks. Natürlich wie in dieser Region üblich, von einem Wildschwein aus der Lüneburger Heide. Ja, wir hatten 6 Stück im Paket, machen heute nur 3. Wir denken, das reicht. Gewürzt wird mit Salz und Pfeffer. Sonnenblumenöl brauchen wir zum scharfen Anbraten. Und später noch, ja, ein Stückchen Butter, so ein Drittel ist das, und Oregano und Thymian. So Freunde, wir haben jetzt das Öl erhitzt in der Grillpfanne und nun kommen unsere Tomahawks, die wir von einer Seite schon gesalzen haben, hinein. Und hier auch das letzte. So, dann salzen wir schon mal die andere Seite. Ja, wir wenden sie dann gleich, ich sag mal so nach einer Minute. Dann auf die andere Seite. Ja, und dann seid ihr wieder dabei.
So, unser Tomahawk ist jetzt schön angebraten. Die gebe ich jetzt hier oben zum Radchen in den Grill. Den habe ich so auf 150 Grad eingeregelt. Indirekte Zone. Da lassen wir sie so gar ziehen bis 58, 59 Grad Kerntemperatur. Ja, dann melden wir uns gleich wieder. Ja, während unsere Tomahawk Steaks gar ziehen, ich habe vergessen zu sagen, ich habe sie natürlich auch noch gepfeffert jetzt, kommt das Stückchen Butter in einen Topf. Dazu ein bisschen Thymian. Was wir machen, die sind mal ganz auf. Das denke ich aber auch. Jetzt sind wir morgen so, so ein bisschen Thymian. War ungefähr ein Teelöffel. Ja, und das wird jetzt ein Teelöffel Oregano. So, so, und jetzt sehst du, dass du das umfängst und hast du den angebrannten Oregano, beziehungsweise ganz schnell fängt nämlich schon an. Ich bin hier schon auf niedrigste Temperatur. Ja, kommst aber nicht zu Potter. Komm, mach. So, ein bisschen Salz geben wir noch dazu. Ja. Ich denke mal, das reicht. Ja, und mit dieser Butterlösung, Buttergeschichte, die kommt nachher zum Schluss auf unsere Tomahawk. Ja, wenn es angerichtet wird, sehen wir uns wieder. In der Hoffnung, dass nichts verbrennt hier draußen. Nein, ich bleibe jetzt am Platz. So, ihr Lieben, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen angerichtet. Anne bringt die Butter so ein bisschen auf unsere Tomahawks. Und das andere hier hinten muss auch noch was kriegen? Ja, soll es auch. So. Ja, das war's eigentlich schon. Wir gehen jetzt rein und lassen es uns schmecken. Ja, kurzes Fazit, leckeres Fleisch, Coleslaw sowieso. Naja, das Fleisch nicht gerade billig und viele sagen ja, naja, beim Tomahawk Steak bezahlst du eh nur den Knochen und ist halt für die Optik ganz schön. Hat man recht, aber lecker war es trotzdem. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo unten rechts würden wir uns immer sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Schönen Sonntag noch und tschüss. Kühnes Kochkanal.